Hallo, schön euch zu sehen, auch bei dem etwas regnerischen Wetter, dass ihr es wieder hierher geschafft habt, ganz toll. Auch ganz toll, die vielen neuen Gesichter, die ich hier so sehe, möchte ich begrüßen. Dann möchte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, für die Neuen, die da sind und die, die das letzte Mal neu da waren, einfach kurz was zu mir zu sagen. Ich bin die Jasmin, bin 52 Jahre alt. Bin examinierte Krankenschwester, arbeite aus gesundheitlichen Gründen in diesem Beruf nicht mehr und habe mich der Mahnwache angeschlossen, weil ich der Überzeugung bin, dass etwas getan werden muss. Ich habe das letzte Mal auch schon gesagt. Es ist, denke ich, an der Zeit aufzustehen und auf die Straße zu gehen und zu sagen, hier passieren Dinge, nicht nur was den Krieg angeht, sondern auch was die Natur angeht, was unsere Gesundheit angeht, was uns Menschen, die Tiere, die Natur an sich angeht. Und begrüßt habe ich euch schon und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen über die Kraft unserer Gedanken und die Bilder im Kopf, die wir haben. Weil unser Gehirn schaut in Bildern, unser Gehirn spricht in Bildern. Und das hat man natürlich in den Marketingabteilungen der Werbungen sehr gut erkannt. Das hat man auch erkannt, um den Krieg nach vorne zu bringen, um Dinge zu verkaufen, um Gesundheit zu verkaufen, eigentlich Krankheit, weil Medikamente sehr oft die Krankheit, der Krankheit zuspielen, weil man die Symptome bearbeitet, die Symptome unterstützt, aber eben nichts gegen die Ursachen tut. So, und unser Gehirn ist tatsächlich so etwas wie ein Computer, funktioniert auch so ähnlich wie ein Computer. Der Unterschied ist, der Computer, den wir als Tastatur kennen, arbeitet, bin kein Programmierer, aber wohl mit einem Programmierer und mit Zahlen. 1, 0 höre ich da immer. Wenn ich Bilder in meinen Computer einspeichern will und kein schnelles System habe, dauert das. Und es braucht wohl auch ganz viel Speicherplatz, habe ich mir sagen lassen. Mit dem Gehirn ist das etwas anders. Daten, Zahlen und Fakten muss es mit der Logik und dem Verstand verarbeiten. Aber das, was wir erleben und die Erinnerung, die wir haben, speichert das Gehirn in Bildern ab. Bilder sind die Sprache des Gehirns. Das heißt, es macht etwas mit uns. Grundsätzlich sind Gedanken so etwas wie elektrische und chemische Impulse, weil das Gehirn über die elektrische Geschichte arbeitet, über die Nerven. Und da gibt es Synapsen, das sind Spalten zwischen den Nervenzellen. Und da kommt der chemische Teil, damit ein Gedanke, ein Impuls weiterspringen kann. Das ist mittlerweile nachweisbar. Dafür hat es sogar einen Nobelpreis gegeben, einen medizinischen. Und zwar hat man eine Untersuchungsmethode gemacht, etwas weiterentwickeltes MRT, und hat dann Bilder geschossen und hat festgestellt, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise einen Gedanken denken, dann passiert ganz viel da oben, dann feuern die Synapsen. Normal ist das wie eine grüne Blumenwiese, hier ein Gänseblümchen, da ein Gänseblümchen. Und wenn ich etwas denke, dann ist das wie lauter kleine Feuer. Dann hat man festgestellt, zeige ich den Menschen Bildern von Gewalt, feuert eine bestimmte Stelle, eine bestimmte Region im Gehirn. Zeige ich Bilder von Liebe, von schönen Dingen, feuert eine andere Stelle im Gehirn. So viel dazu, weil es hat einen Nobelpreis gegeben. Ich müsste noch mal nachschauen, wo ich diese Sachen habe, aber ihr könnt ja mal googeln, das ist im Internet zu finden. Dann hatte ich letztes Mal gesagt, unser Gehirn ist wie eine Antenne. Wir denken und der Gedanke wird nach draußen gesandt, so wie Radiowellen. Ich habe einen Sender wie Handy, verstehen viele Leute noch viel besser. iPod und wie die Dinger alle heißen und Laptop, also irgendwo wird was gesendet und das kommt bei meiner Station an und genauso kommt meins, was ich denke und sende, bei anderen in der Station an. Das nennt man Schwingung und das funktioniert ständig. Entweder bewusst, so wie wir jetzt hier stehen, uns bewusst entschieden haben, wir sind heute hier und wir machen das, was wir hier tun, aber wir sind unbewusst erstmal darauf gestoßen, dass wir uns bewusst entscheiden können, aha, wie war das jetzt? In Braunschweig ist eine Mahnwache. Ich bin drüber gestolpert. Das Unterbewusstsein hat uns zu dem Stolperstein geführt. Und bewusst haben wir uns entschieden, heute hier zu sein. Und es funktioniert immer. Meistens funktioniert es unbewusst, was wir tun, weil das Unterbewusstsein viel mehr Kraft hat als unser Bewusstsein. Vergangenheit, Zukunft und das Jetzt. Gedanken in der Verbindung.
alle Gedanken, die ich in der Vergangenheit gedacht habe, haben mich hierher gebracht, in das Hier und Jetzt. Und das ist das Gesetz der Resonanz. Ursache und Wirkung. Ich muss erst eine Ursache setzen, um eine Wirkung zu bekommen. Erfolg. Er folgt. Ich muss erst etwas geben, damit mir etwas folgen kann. Die Zukunft bauen wir auf mit den Gedanken, die wir heute denken. Das darf uns langsam bewusst werden, wenn wir möchten. Das heißt, wenn ich heute mich mit Krieg beschäftige, wird es diesen Krieg auch in Zukunft noch geben. Je mehr ich mich mit Frieden beschäftige, umso schneller hat der Frieden die Möglichkeit, Realität zu werden. Kennt ihr den Begriff selbsterfüllende Prophezeiung? Hat das schon mal jemand gehört? Ich hab's doch gewusst! Die Ampel ist rot, die Ampel ist immer rot und wenn die grün ist, merken wir es nicht mehr. Wir fahren dann durch. Aber wenn wir, das ist die Bestätigung. Die Bestätigung, das, was ich gedacht habe, nämlich dass die Ampel immer rot ist, insbesondere wenn ich es eilig habe, hat sich nur bestätigt. Probiert doch einfach mal für euch aus, wenn ihr nach Hause fahrt, die Ampeln sind immer grün. Ich habe immer freie Fahrt. Und so ist es auch, wenn ihr die Gedanken habt und auf den Frieden legt, dann bekommt der Frieden Kraft mit jedem Gedanken, den er bekommt und kann Fahrt aufnehmen. Die Gedanken, habe ich gesagt, entstehen im Gehirn. Das nennt man heute Neurowissenschaft. Hat man vor ca. 100 Jahren angefangen, gibt es spannende Bücher zu. Wer so ein bisschen gucken möchte, Denke nach und werde reich, ist ein Buch in die Richtung. Ein Buch ist hat mit Unterbewusstsein zu tun von Joseph Murphy. Da kann man mal reingucken, da sind so Grundlagen drin. Manche Leute sagen natürlich, das ist jetzt nicht greifbar. Gedanken kann ich nicht greifen. Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Aber ich habe gesagt, man kann es nachweisen, wo die Leute sagen, es gibt so renommierte Wissenschaftler, Pseudowissenschaft, Verschwörungstheorie, funktioniert nicht. Es funktioniert, ich weiß es, habe es ausprobiert. Das Gehirn, habe ich gesagt, denkt in Bildern, also die Vorstellung. Beispiele habe ich gebracht, denke ich an Krieg, dann nähere ich den Krieg und beschäftige mich mit Krieg. Das macht weniger schöne Gefühle. Wenn ich mich mit Frieden beschäftige, macht das schöne Gefühle. Was möchtet ihr lieber? Einfach mal reingehen, drüber nachdenken. Wenn ihr auf unangenehme Gefühle steht, denkt weiter in die Richtung Krieg. Möchtet ihr lieber wohle Gefühle haben, macht es vielleicht Sinn, so ein bisschen in Frieden und in Liebe zu denken. Was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass das wie eine Spirale ist. Diese Gedanken, diese Verfestigung vom Geist in die Materie ist ein selbsterhaltendes System. Und je mehr Kraft ich drauflege, umso mehr verstärkt sich dieses System. Und wir brauchen Lösungen, weil jetzt wissen wir eine ganze Menge, aber wie kann ich denn so einen Denkprozess, der mir vielleicht gar nicht bewusst ist, überhaupt unterbrechen? Weil ich möchte ja in die Richtung Liebe und Frieden, Gesundheit, was auch immer positive Gefühle macht. In dem Moment, wo mir ein Gedanke oder ein Gefühl bewusst wird, oh Mann, hier ist mir nicht wohl, denke ich wahrscheinlich im Unterbewusstsein weniger schöne Dinge. Dann kann ich bewusst in die andere Richtung denken und fühlen, mich mit schönen Dingen beschäftigen. Wenn ich Bilder habe in der Zeitung, wir kommen ja dran vorbei, auch wenn wir sie abbestellt haben, wir kommen an Fernsehern vorbei, wir gucken im Internet und es sind gewaltvolle Bilder. Es macht die Psyche kaputt, es macht was, damit habe ich schon ein paar Mal gesagt, dann macht wirklich auch bewusst aus. Wir müssen wissen, was in der Ukraine ist. Wir müssen wissen, was überall auf der Welt los ist. Ja, weil dann können wir nämlich eins machen. Wir können sagen, ich habe dich gesehen, ich habe dich wahrgenommen und dann können wir uns umdrehen und können davon Abstand nehmen. Wir können uns abwenden. Können aber in Gedanken das Gute dorthin schicken und das Gute dort nähren. Das ist die eine Lösung. Ich kann also meinen Fokus, meinen Blickwinkel bewusst verändern. Und ich habe mir überlegt, wir kommen ja montags hier immer zusammen. Und in über 100 Städten treffen sich mittlerweile die Mahnwachen. Also können wir uns gedanklich über das, man nennt es morphogenetisches Feld, hat ein Herr Sheldrick rausgefunden, Pseudowissenschaft, ich weiß, aber wir können es ja mal versuchen, in Gedanken uns mit den anderen Mahnwachen montags zu verbinden. Und wenn wir uns schon mit den anderen Mahnwachen verbinden,
können wir uns auch mit allen Menschen, die auf dieser Erde an Frieden denken um diese Zeit, Schichtsystem gibt es so gut wie überall, können wir uns in Gedanken und Gefühlen verbinden und damit bekommt der Friede Kraft. Und dann habe ich mir überlegt, das muss man ja nicht nur montags machen. Die Woche hat 7 Tage. Das kann man ja auch in der Woche machen. Wie geht das? Immer um 18 Uhr oder sagen wir 18 Uhr bis 18.30 Uhr sich in dieser Zeit mit allen anderen friedvollen Menschen auf der Welt zu verbinden. Da muss ich ja dran denken, ist ja Mist. Ja, ist es. Für den Anfang ist es Mist. Aber guckt mal, wie anstrengend Autofahren lernen gewesen ist. An eure erste Fahrstunde, ihr seid ins Auto eingestiegen und Mann, was war das für ein Mist. Ihr hättet nie geglaubt, dass ihr jemals losfahren würdet. Spiegel hin, Spiegel her, Schaltung, Lenkrad, Mist, schon wieder nach hinten gucken. Und irgendwann, wer heute einen Führerschein hat und fährt, sitzt im Auto, fährt und fragt sich, wie bin ich da hingekommen. Und wenn ihr eine Weile jeden Tag daran denkt, 18 Uhr, 18.30 Uhr, ich denke jetzt mal an die Mahnwachen, ich denke an die friedvollen Menschen, irgendwann werdet ihr sagen, huch, warum habe ich denn so ein gutes Gefühl? Ach ja, es ist ja zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr, weil der Gedanke ist automatisiert worden, ist ins Unterbewusstsein gegangen und springt automatisch an. Ich wünsche euch und uns ganz viel Gesundheit für die kommende Woche, ganz viel friedvolle Gedanken und ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt.